Hi, ich bin Marlina von Move 36. Wir gehen heute, wie jeden Montag, schon wieder in die Cine Sneak. Mal schauen, was so kommt. Wird bestimmt lustig. Natürlich wurden auch diese Woche wieder Freikarten und andere Präsente verlost und verschenkt. Bei einem Zweikampf mussten die Kandidaten 10 verschiedene Gegenstände am Podium abliefern. Gewonnen hatte, wer in der vorgegebenen Zeit mehr Dinge sammeln und auf dem weißen Tablett ablegen konnte. Gefordert waren unter anderem eine Weihnachtsmütze, Boxershorts, Feuchtigkeitscreme oder auch eine Videokamera, weshalb unsere kurze Hand für einen Moment beschlagnahmt wurde. Der Sieger durfte sich zwischen Freikarten oder einem Griff in die Cine Sneak Überraschungsbox entscheiden. Über den bevorstehenden Film konnte wieder einmal nur gemunkelt werden. Welcher es wurde und worum es geht, erfahrt ihr im Trailer. Gentlemen, willkommen im Loft. Eine tolle Gelegenheit, die man nur selten im Leben erhält. Unsere höchst private Oase. Unsere? Wir teilen durch 5. Überlegt euch, keine blöden Hotelrechnungen, keine verdächtigen Kreditkartenbuchungen. Das hier wäre unsere geheime Zuflucht. Hey, so einer bin ich nicht. Komm schon, Chris, wir sind Männer, wir sind alle ein bisschen so. Wer diesen Schlüssel annimmt, der akzeptiert auch die Regeln für das Loft. Wir erzählen es keinem außerhalb unseres Kreises. Pass auf, dass euch das nicht um die Ohren fliegt. Viel Vergnügen. Wer ist das? Hast du es den anderen schon gesagt? Das ist nicht wahr, oder? Weißt du, wer sie ist? Natürlich nicht, woher. Besser, wir rufen die Polizei. Denk doch mal an unsere Frauen. Da in dem Bett liegt eine Tote. Hiermit hat doch keiner von uns was zu tun, oder? Leute? Was bedeutet das? Das Schicksal wird uns vereinen. Wir müssen rauskriegen, was hier passiert ist, und dann finden wir eine Lösung. Weil wir Freunde sind. Jemand will uns in die Scheiße rein. Und wer? Weiß ich auch nicht. Eine abgewiesene Geliebte, ein eifersüchtiger Freund, ein betrogener Mann. Jemand, der ein Motiv hat. Jeden Moment können die Bullen hier auftauchen. Ich weiß alles. Kennen wir die? Keine Ahnung. Ich muss euch etwas zeigen. Wenn alle Menschen, die man verletzt hat, die Wahrheit erfüllen, was würde dann wohl passieren? Die Menschen, die man liebt, sind die einzigen, die einem wehtun können. Sie hat alles herausgefunden! Das verzeih ich dir nie. Wir haben alle unsere Geheimnisse. Richtig, richtig gut. Also richtig gruselig und man wusste nicht, wer der Täter ist. Und das Ende war total spannend. Da fand es richtig, richtig gut. Ich kannte schon diesen Vorgänger, auf den es basiert hat, den Film. Und bis zum Ende war es eigentlich nicht überraschend, weil ich genau wusste, was wann kommt eigentlich. Ja, war sehr interessanter Film, spannend gestaltet. Konnte man sich wieder angucken. Ja, doch, sehr gut. Nee, war in Ordnung. Ist ja ein Remake und für ein Remake war da gut gewesen. Also es, in der Vorschau kam irgendwas mit Bibi und Tina. Da war uns der auf jeden Fall lieber gewesen, definitiv. Ja, Schauspielerleistung war gut, die Story an sich auch. Also mich persönlich hat er nicht komplett mitgerissen, so ich sage, ich war hin und weg. Aber zum Ende hin, wo die ganze Story sich aufgebaut hat, am Ende war er gut gewesen. Echt in Ordnung. Wir waren gerade in der Cine Sneak, es kam The Loft, ein Thriller, es war wohl ein Remake, aber ich fand es richtig, richtig gut. Es war spannend bis zum Ende und die Sahnehaube war natürlich mindestens 2 sehr attraktive Schauspieler in Trenchcoats. Ich bin die Marlina von Move 36. Heute ist der 11.11. und wir sind in der Karnevalshochburg Fulda, denn hier wird um 11.11 Uhr auch die Karnevalssaison eingeleitet.